Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Es geht weiter auf unserem fertiggestellten Balkon. Okay, da hat gerade irgendjemand geschrien. Aber ich sehe zumindest keine Zombies, die hier ihr Unwesen treiben würden deswegen. Bei mir liegen nur tote Zombies. Und nur ein toter Zombie ist auch ein guter Zombie, wie wir alle wissen. So, den hier brauchen wir erstmal nicht mehr. Den schalten wir gleich mal aus derweilen. Wir haben zwar ja unsere wundervolle Kühltheke hier beim letzten Mal noch platziert, aber aktuell haben wir nichts, das irgendwie verderben würde. Von daher können wir uns das getrost sparen. Was wir uns auch sparen können, den leeren Benzinkanister hier herumzuschleppen. Das muss nicht sein. So. Ab ins Bett wollte ich schon sagen, aber das fehlt ja aktuell noch. Besser ab auf den Stuhl, ein Nickerchen machen. Aber genau darum möchte ich mich auch heute kümmern. Ich will, dass wir ja künftig nicht mehr auf dem Stuhl hier schlafen müssen, sondern ja ein schönes, bequemes Bett bekommen für unseren Charakter. Und demzufolge kümmern wir uns da heute gleich mal drum. Und ja, bei der Gelegenheit vielleicht auch noch um ein paar andere Dinge. Ein Gasgrill wäre noch eine feine Sache oder auch ein Holzkohlegrill. Ja, vielleicht auch ein Liegestuhl oben auf unserem Balkon. Auch sowas wäre nicht verkehrt. Ist natürlich nicht zwingend nötig, auch klar. Aber haben ist bekanntlich besser als brauchen. Und ja, mal schauen, was wir dann noch so Schönes finden. Irgendwas findet sich mit Sicherheit in der Stadt. Und genau da geht's jetzt nämlich auch hin. Zurück zu den Zombies. Ist halt Action ist angesagt. Aber nicht zu viel Action, weil ansonsten ziehe ich den kürzeren. Mit den ganzen Zombies. Ah, da sind eh schon wieder ein paar. Ja, wir brauchen auf alle Fälle noch einen Lötkolben. Den brauchen wir dringend, damit wir da auch die ganzen Einrichtungsgegenstände entsprechend abbauen können und mitnehmen können. Von daher geht es jetzt gleich mal wieder zurück zu dem Werkzeugladen, der nämlich hier war. Genau hier vorne. Beziehungsweise, nee, stimmt schon, da wo die Tür offen steht. Aber erstmal Zombies killen. Zack. Also sehr schön, zwei liegen am Boden, aber das werden mehr. Da kommen noch ein paar hier vorne raus. Ich will eigentlich gar nicht so sehr die Machete hernehmen. Aber die lassen mir keine andere Wahl. Oh. Das ist ja bisschen sehr viel. Für meinen Geschmack. Gut, eine tot. Kann uns die zumindest schon mal nicht mehr gefährlich werden. Wunderbar. Problem ist, meine Machete hält nicht mehr so viel aus, aber vielleicht reicht es für diese Horde hier. Ich würde es mir zumindest wünschen. Ah, eine lebt noch. Aber hat funktioniert. Hat noch ausgereicht, um den Zombies den Garaus auszumachen. Okay. Da haben wir nichts. Wie schaut's da aus? Genauso wenig. Ja, die nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Gut, Rest brauchen wir nicht. So, ich habe sowieso Durst. Das heißt, vielleicht werden wir da drin gleich fündig. Jetzt kommen da noch ein paar Zombies daher. Bauleiterweste. Ah, der Bau stockt jetzt erstmal. Der Bauleiter ist tot. Müssen sie sich einen neuen suchen. So, was haben wir hier Schönes? In dem Lebensmittelladen. Auf alle Fälle schon mal zwei Kühlschränke. Die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ein bisschen was zu naschen gibt es hier noch. Butter, okay. Schmalz, ja. Könnte man eigentlich einsammeln. Da haben wir noch ein paar Boxen. Okay, ist aber nicht so wirklich was drin. Essig, Reisessig, aha.
Gäbe es ein paar Zutaten, um uns was Leckeres zu kochen? Sojasauce. Da schau her. Gibt's die auch? Brauner Zucker. Gut, das ist alles verrottet. Irgendwer will da irgendwo rein. Ich höre es genau, dass der Zombie da mächtig Radau macht. So, was haben wir denn, was unseren Durst stillt? Nicht unbedingt den Essig, der bietet sich nicht so gut an, aber die Dosenpfirsiche, oder? Die ich da gerade gesehen habe. Die sollten doch normalerweise gehen. Gut, Pilzsuppe wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich habe jetzt mehr Lust auf die Dosenpfirsiche. So, wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Ah, nur der Hunger geht runter. Gar nicht mal der Durst, oder wie? Nee. Ich dachte mir, okay, mit dem Dosenwasser, in dem ja diese Pfirsiche eingelegt sind, dass wir da ein bisschen unseren Durst stillen können, aber falsch gedacht. So, wir machten da so einen Lärm. Okay, hier schon mal keiner. Gut, ja, Klebeband. Da können wir noch eins brauchen. Die Schaufel nehmen wir jetzt auch mal mit. Können wir zu Hause ein bisschen den Garten umgraben und ganz wichtig, natürlich auch die Angelrute. Die haben wir beim letzten Mal ja liegen gelassen. Genauso wie die Fischnetze. Das muss nicht sein. Gut, das ist alles nur Metallzeug, Metallzeug. Rohrzange, Schaufel. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch fündig werden. Ah, Flutlichter hätten wir da noch. Ja, damit könnten wir ja das obere Stockwerk perfekt ausleuchten. Nehmen wir. Nehmen wir sofort. Ich würde mir jetzt allerdings noch wünschen, dass wir... Ja, dass wir vielleicht irgendwie was finden. So... Ein Lötkolben oder so. Seil, Kabel. Gehörschutz. Nee, ich glaube, da schaut es echt schlecht aus. Lötkolben haben wir da leider keinen. Und was haben wir hier? Ah, das ist die Rückseite von dem Lebensmittelladen. Geht sogar noch ein Stockwerk höher. Ha, das ist ja cool. So eine Betriebsleiterwohnung ist das. Der Tisch ist frisch gedeckt. Kommen wir ja genau richtig. So, wir brauchen was. Wir brauchen was zu trinken. Wisst ihr was? Da ist ja ein Waschbecken. Haben wir ja alles da. Wollte ich schon zur Flasche greifen hier vorne. Zur Rotweinflasche. Aber nein, das machen wir nicht. Ah, okay. Und jetzt wissen wir auch, woher der Radar kommt. So, du hast doch da sicherlich irgendwo eine Knarre versteckt, ich weiß es ganz genau. Irgendwo gibt es hier eine Waffe. Voila, da hätten wir sie ja auch schon. Es hätte mich auch stark gewundert, wenn es da keine Knarre geben würde. Eine JS2000 Schrotflinte habe ich eigentlich schon genügend zu Hause, ich weiß, aber ihr kennt ja meine Devise. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das ganze Zeug natürlich auch mit. Hartschalenkoffer. Gut, den brauchen wir nicht. Schlaftabletten brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Gibt es da noch irgendwie gute Leselektüre? Dead Wrong. Ah, ja, die nehmen wir mal mit, diese VHS-Videokassetten. Ein Radio, damit uns nicht ganz so langweilig wird zu Hause. Metallbearbeitung Band 4. Ja. Tischlerei Band 3, das könnten wir doch sowieso brauchen aktuell, oder? Moment mal. Ich muss mal kurz hier die Skills aufmachen. Ja, für die Stufen 5 bis 6. Da haben wir aktuell keinen Multiplikator. Dann kommt es auch mit. In den Rucksack. Da noch was Gutes drin? Halt. Bandage. Nehmen wir natürlich mit. So, das machen wir wieder zu. Dann seht ihr wieder mehr vom Spiel. Und ja,
Dann wollen wir uns doch gleich mal da drüben umsehen. Wieder so eine Riesenwohnung. Woodcraft. Flooring and Signs. Ich glaube, Woodcraft Episode 2 hatte ich noch nicht. Da nehmen wir die auch mal getrost mit. Was war das andere eigentlich noch alles? Da haben wir sogar noch was. Space Crew. Habe ich jetzt gar nicht gesehen im ersten Moment. Eigentlich ging es mir mehr um das hier. Okay, schon alles gelesen. Und alles durchgelesen. Gut, Kochtöpfe, stimmt. Wir brauchen ja auch Kochgeschirr zu Hause. Da haben wir jetzt keins in unserer Bar. Gut, die Dosen können wir jetzt mal liegen lassen. Interessant. Ist das ein spezieller Hausschlüssel? Ich kenne die normalen Hausschlüssel, aber ich kenne keinen Hausschlüssel 4143885. Ist das irgendein besonderer? Weil die heißen doch immer nur Hausschlüssel. Ist es irgendein Geheimnis hier in Project Zomboid, wenn man den Schlüssel findet? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es wundert mich nur. Das wundert mich gerade sehr. Wir nehmen den auf alle Fälle natürlich mit. Ja, der wird auch extra gelistet, wie man hier sehen kann. Seltsam. Also, das könnte was Spezielles sein. Einmachgläser, perfekt. Ja, die haben leider keinen Platz mehr. Boah, das interessiert mich jetzt, was es mit dem Schlüssel hier auf sich hat. Das interessiert mich gerade brennend. Da ist noch eine Knarre drin. Ein Gewehr. Ja gut, wieso nicht? Ist sogar relativ gut vom Zustand. Dann nehmen wir es auch mit. Dann nehmen wir es getrost mit, ohne Wenn und Aber. Das ist ja Wahnsinn. Die ganze Bude hier ist voll mit Knarren. Okay, immer her damit. Wir haben draußen im Kofferraum genügend Platz für das ganze Zeug. Haben die da einfach alle Waffen? Oh, 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 oh. Da sind ja Zombies drin. Okay, zumachen. Plan B. Lakenseil herstellen. Wir seilen uns ab. Zack. Nix wie weg hier. Das Risiko geht mir nicht ein. Die Zombies sperren ein. Okay, gut, haben wir da eingesperrt. Dann. Nix wie rein mit dem Zeug. Hey, 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 hey. Da denkt man nichts Böses und dann sowas. Kommen auf einmal von irgendwo Zombies daher. So, das alles rüber damit. Lakenseile zwei Stück brauchen wir nicht. Das kann auch weg. Das ganze Zeug brauchen wir genauso wenig. Alles verstauen. Auf die Flutlichter bin ich auch mal gespannt. Aber irgendwas habe ich da noch, was mich mächtig zumüllt. Ah ja, die Knarren. Die Knarren müssen weg. Wunderbar. Hätten wir das schon geschafft. So, aber ich wollte eigentlich noch ein Bett mitnehmen, gell? Um das kümmern wir uns jetzt auch. Irgendwo war doch da, war da nicht irgendwo sogar so ein Möbelladen oder so? Wo wir freie Auswahl gehabt hätten? Zombies, nix als Zombies. Da haben wir noch die Polizeistation. Oder, oh, 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 da geht's ja mächtig ab. Da geht's ja richtig ab hier. Ah, da geht's genauso ab. Aber das ist mir fast sogar ein bisschen zu viel. Was war das hier? Ich glaube, das war... Ah, das war der Klamottenladen. Da weiß ich aber nicht, was es noch alles gibt. Da könnte es auch anderes Zeug da drin geben.
Das werden wir jetzt aber herausfinden. Hinter mir droht Gefahr. Zack, Zombies töten. Wunderbar. Oh, noch einer. Ah, sogar mehrere. Sheriff, ich habe nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich säubere hier die Stadt vor den Zombies. Du müsstest mir eigentlich dankbar sein. Ich übernehme gerade deinen Job. Wie sie halt wirklich alle reihenweise umfallen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass da noch mehr kommt. Verdammt. Die Machete. Die Machete ist kaputt. Dann klären wir das mit dem Schlosserhammer. Wir gehen da in das Geschäft rein. Und das schauen wir uns an. Weil ich es wissen will, was es da drin gibt. Hm. Jetzt müssten mal ein paar von denen sterben. Oder so. Ah, wunderbar. Uiuiuiui. Wieder ein paar Zombies mehr ins Jenseits befördert. Gut, dann können wir uns jetzt ja in aller Ruhe dort umsehen. In dem Laden normalerweise. Schwarze Digitaluhr, her damit. Aber wir packen das Zeug mal wieder besser in den Rucksack rein. Wahnsinn, das war eine ganz schöne Meute hier, die von allen Seiten gekommen ist. Der Sheriff hatte nichts dabei, ein Handfunkgerät haben wir da noch. Ah, da wollen noch welche raus. Da wollen noch welche raus, aber ich will eigentlich nicht, dass die rauskommen. Irgendwo war da gerade noch. Moment, da war eine Digitaluhr, ich habe sie genau gesehen. Was willst denn du jetzt da? Kommt da noch einer daher? So, der nächste tote Zombie. Die machen wir alle platt. Die machen wir alle platt. Einen nach dem anderen. Okay, da droht keine Gefahr. Dann nix wie rein da. Alles abgeschlossen. Ist beides abgeschlossen. Da komme ich nicht rein. Zumindest nicht so. Das haben wir aber gleich. So, wollt ihr etwa... Oh, verdammt. Die kriegen Verstärkung. Ah, ich glaube, ja. Ja, da hinten kommen sie schon. Uiuiui. Ah, die Türen machen es nicht mehr lang. Die machen es gar nicht mehr lang. Wundervoll. Wir haben eine Riesenmeute hinterm Haus. Aber zum Glück habe ich sie nur zum Teil aufgescheucht. Huiuiuiui. Ja, da oben sind. Na, da sind überall welche. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Dass die nicht so leicht tot zu kriegen sind. Okay, man muss wissen, wann man den Kürzeren zieht. Und das ist aktuell gerade der Fall. Aber wir können trotzdem mal kurz reinschauen, was es hier zu holen gibt. So, du nervst nicht. Benzinkanister gibt es ja auch. Backform. Gemüsebrühe, okay. Da war irgendwas anderes Interessantes.
Kreuzschlüssel, okay, da gibt's alles. Das ist so ein Allerlei-Geschäft, scheinbar. Ich soll trotzdem gehen. Der ganze Laden ist voll, am liebsten würde ich ihn abfackeln. Komm, spring an. Spring an. Puh, nix wie weg da. Ja, Wahnsinn. War das wieder eine Meute. Ah, da sind noch mehr. Na, da sind noch viel mehr. So, wir brauchen jetzt definitiv ein Bett oder so. Und das holen wir uns möglichst irgendwo da, wo es ruhiger ist. Ja, ruhiger, gell? So viel zum Thema. Ruhig ist da überhaupt gar nichts. In West Point. In West Point ist gefühlt immer die Hölle los. Da findest kein ruhiges Fleckchen. Aber vielleicht hier oben. Ah, zwei, okay. Ah, gut. Auf zwei kommen halt gleich mal wieder 10 oder so. Das ist immer brutal. Ah, da glaube ich kommt nichts mehr, oder? Kommt da noch was? Ah doch, da kommt schon was. Hier schaut es doch ruhig aus. Hm, vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe die Zombies schon kommen sehen dort hinten. Aber es ist, glaube ich, immer noch ruhiger als mitten in der Stadt. Ah, komm, tun sie. Ah, da ist sogar offen. Gibt's da ein Klebeband? Bitte gibt's da ein Klebeband. Klebeband! Her damit. Das brauchen wir für die Machete. Und wie wir das brauchen. So, wo ist sie? Zack, komm, repariere. Schlaf nicht ein. Mach's. Wunderbar. Viel aushalten tut sie zwar nicht, aber es reicht. Es reicht, um die paar Zombies hier zu killen. Hui, 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 hui. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, an diesem wundervollen Fleck Erde beende ich diese Folge von Project Zomboid. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir uns dann mal das Haus hier vorne an. Ich bin sehr gespannt, ob es da was Gutes zu holen gibt. Auf alle Fälle ist es ein großes Haus. Von daher schreit es förmlich nach viel Beute. Ich sage wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus.